Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um ein Haarstyling-Produkt, was die drei Eigenschaften, die alle Männer in Haarstyling-Produkten suchen, in sich vereint. Nämlich erstens einen hohen Haltfaktor, zweitens ein mattes Finish und drittens ein hohes Volumen. Und das Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte, ist, ihr habt es schon im Titel gelesen, die Stickmore Styling Cream. An dieser Stelle zunächst mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Björn. Björn ist ein Zuschauer von mir, der mir dieses Produkt hier verkauft hat und der mir auch schon vorher zwei oder drei andere Produkte verkauft hat, die er selber nicht mehr benötigt hat. Hier hatte er es genau einmal benutzt und hat mir dann geschrieben, hey Kai, möchtest du die Cream nicht mal ausprobieren? Die ist mir persönlich viel zu trocken. Und ich war erstmal ein bisschen skeptisch, weil Trockenheit von Produkten und meine Haare verträgt sich im Allgemeinen nicht so besonders gut. Aber ich habe mich dann letzten Endes doch dafür entschieden, weil der Herr mir einen super guten Preis gemacht hat. Also vielen lieben Dank an dich, dass du mir dieses Produkt hier verkauft hast, denn es war mal wieder ein absoluter Volltreffer ins Schwarze und ist tatsächlich gar nicht so klebrig, wie der Björn mir das gesagt hat. Zumindest nicht für meinen Haartyp und deshalb möchte ich es euch heute gerne vorstellen. Aber bevor ich das mache, zunächst mal wieder das obligatorische Verpackungsgequatsche, was so drei Viertel zu interessieren scheint und ein Viertel nicht. Und das eine Viertel schreit aber immer ganz, ganz laut, dass ich das eigentlich auch lassen könnte. Aber es ist hier eben auch wieder so der Fall, wie bei dem Stickmore Fiber Clay auch. Irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen billig. Und ich kann nicht so wirklich identifizieren, woran das liegt. Ich meine, es ist so eine Kombination aus diesem silbernen Metallic-Print auf dem Deckel und der Druckqualität im Allgemeinen. Auf jeden Fall wirkt es für mich fast schon so ein bisschen wie ein Drogeriemarktprodukt und nicht wie ein hochwertiges, im Sinne von 20 Euro teures Haarstyling-Produkt. Wen das stört, ihr habt Pech gehabt, aber das Produkt, was hier drin ist, ist tatsächlich ein vielfaches geiler als die Verpackung und es ist etwas, was jeder mal ausprobieren sollte, der auf ein mattes Finish steht. Was mir daran besonders gut gefällt, ist vor allen Dingen die Konsistenz und die finde ich interessant, weil sie auf der einen Seite sich so anfühlt, als würde sie gar nicht für meinen Haartyp funktionieren und auf der anderen Seite aber diesen Zustand erst erreicht, wenn ich sie wirklich zwischen meinen Händen verrieben habe. Zunächst mal könnt ihr sehen, dass das Produkt unfassbar cremig ist und dass es sich wieder, wie so viele Haarstyling-Produkte in den letzten zwei Jahren, super einfach in den Händen verteilen lässt. Das heißt, ihr könnt das einfach aus der Dose rausnehmen wie eine Creme fürs Gesicht und ihr verreibt das erstmal zwischen den Händen und es fühlt sich ganz normal wie eine Creme für das Gesicht an. Aber sobald ihr dann ein kleines bisschen Hitze anwendet und in dem Falle ist es bei mir eben, wenn ich die Hände so verreibe und das Produkt richtig, wenn ich dann richtige Emulsion draus mache, im Englischen heißt es zumindest Emulsify, also dieses Verreiben von dem Produkt. Das ist der Punkt, wo sich die Konsistenz schlagartig verändert und wo das plötzlich super, super, super trocken wird. Also trocken in dem Sinne, dass ihr ein Haarpuder zwischen die Hände macht, also so ein Volumenpuder, und das dann verreibt. So trocken fast, nur eben als flüssiges Stylingprodukt. Das hat mir dann doch so ein bisschen Schiss gegeben, dass es vielleicht doch nicht so die gute Idee war, das dem lieben Björn abzukaufen, aber in die Haare geht es doch sehr gut rein und ich war überrascht, wie wenig das dann im Vergleich gezogen hat. Also es hat noch nicht mal so stark gezogen wie der Morris Motley Treatment Styling Balm und das war schon ein Produkt, wo ich sagen würde, okay, gut, das hat für meine Haare relativ gut funktioniert. Ne? Also es gibt da andere Produkte, die wesentlich schlimmer sind. Das funktioniert super und es hat sich super in meinen Haaren verteilen lassen, gab keine großen Probleme, hat zwar ein bisschen gezogen, aber ich konnte selbst mit der Bürste durchgehen, das Styling war ein absoluter Traum. Und was auf jeden Fall auch ein Traum ist, ist dieses unfassbar geile Finish, was ich euch jetzt einfach mal hier einblenden werde, weil ich das Produkt heute tatsächlich nicht in den Haaren habe, sondern mein gutes altes Cavalier Clay hat mich als Vergleich am ehesten an das O'Dowds, an die O'Dowds Mattpaste erinnert, die aber für mich persönlich wirklich schwierig anzuwenden war, weil sie nämlich so ein richtig klebriges und trockenes Produkt war. Und das Finish hiervon ist wirklich komplett matt. Es ist ein Handtuch trocken geföhntes, frisch aus der Dusche, frisch shampooniertes Finish. Es gibt eine schöne Textur den Haaren, also man sieht schon, dass die einzelnen Strähnen zusammenkleben und so. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt komplett so trocken geföhnt, sondern es ist schon ein Styling-Produkt irgendwie in den Haaren drin, aber es ist trotzdem wunderschön matt und seidig matt glänzend. Also wirklich das absolute Traumfinish für alle Fans von diesem matten, natürlichen, trocken geföhnten Look.
Und jetzt stellt sich an dieser Stelle aber natürlich auch die Frage, wie ist das denn mit dem Haltfaktor? Ist das wie so ein Haarwachs, wo man recht wenig von verwendet und wenn es dann ein bisschen heißer wird, klappt die ganze Frisur zusammen? An der Stelle kann ich euch sagen, nein, zum Glück nicht. Zumindest nicht für meine sehr dichten, langen, glatten Haare. Wie das für kräuseliges Haar aussieht, wie das für kürzere Haare aussieht, wie das für lichteres Haar aussieht, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich da einfach von der Genetik her ein bisschen Glück gehabt habe. Muss ich ja auch mal auf Holz klopfen, dass es mit meinen 27 Jahren immer noch so ist. Aber auf jeden Fall ist der Haltfaktor für mich absolut ausreichend gewesen und es verhält sich eben so, wie eine Mattpaste das im Jahr 2019 tut. Und vom Styling her ist das Produkt wirklich wie diese ganzen Mattpasten, die in den letzten anderthalb Jahren rauskommen, die einfach anzuwenden sind, die nicht sich so verhalten wie ein super trockenes Haarwachs, dass du mega wenig davon anwenden musst, sondern wo du durchaus auch ein bisschen mehr von reintun kannst, ohne dass die Frisur irgendwie zu schwer wird. Das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie sich Nischenprodukte, auch wenn sie die deutlich teurer sind, gegenüber diesen ganzen Drogeriemarktprodukten deutlich abheben, weil da einfach Menschen hintersetzen, die wirklich, wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun. Was gibt es hierzu noch zu sagen? Es riecht genauso wie Dior Sauvage, genauso wie das Stickmore Clay Fiber. Ist ein bisschen süßer, ein bisschen gedämpfter von der Duft-DNA her und nicht ganz so scharf. Und wenn ihr die Sauvage-DNA absolut nicht abkönnt, dann ist das wahrscheinlich eher nichts für euch. Es gibt also kleinere Abstriche bei der Verpackung und bei der Aufmachung, aber ansonsten ist das Produkt wirklich ein sehr gutes Produkt. Ich werde euch das gerne in der Beschreibung verlinken, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Ansonsten findet ihr hier irgendwo auf dem Bildschirm auch noch mein Video zu dem Stickmore Clay Fiber, falls ihr euch das anschauen möchtet. Und wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, dann abonniert ihn doch gerne. Der Knopf ist auch hier irgendwo auf dem Bildschirm und direkt unter dem Video. Ansonsten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer